Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich eine Rätsel für euch und zwar zu diesem hier von Svenja Larsen, Muschelträume. Das ist ein Rezensionsexemplar, welches ich zur Verfügung gestellt bekommen habe. Vielen Dank dafür. Ich sehe gerade aus, als hätte ich eine Steckdose gefasst. Habe ich nicht, ich habe Stopp gesagt und manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, ich lade mich dabei sehr auf und dann fliegt es einfach nur so. Aber darum soll es ja nicht gehen und ja, sondern um dieses schicke Büchlein hier. Ich habe das damals als Rezensionsexemplar zusammengeschickt bekommen mit Wellensommer. Wellensommer fand ich schon sehr gut, aber das hier fand ich sogar noch besser. Es hat mir noch mehr Urlaubsfeeling gegeben, noch mehr Sommer-Vibes verpasst. Und deswegen müsste ich Punkte vergeben, würde ich tatsächlich sagen, ohne jetzt irgendwie abwertend oder gemein klingen zu wollen. Das wäre ein 5-Punkte-Buch, während Wellensommer nur auf 4,5 Punkte kommen würde. Das hat mir einfach einen Tacken besser gefallen, vom Schreibstil her, von den Charakteren her, von der Story her, vom Wohlfühlfaktor her, hat mir das einfach besser gefallen. Ich finde das Cover auch unheimlich schön. Hier mit dieser glänzenden, ich hätte gesagt fast Folie, es ist keine direkte Folie, aber hier mit diesem orangefarbenen Glanz in der Schrift. Einfach, I love it. Und hier unten die beiden Hauptprotagonisten ebenfalls. Und allein diese Zeichnung von diesem Cover, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Aquarellfarbe, Kreide. Ach, irgendwie so. Da möchte man auf jeden Fall direkt reinspringen und loslegen und mit dort Urlaub machen. Auf der Rückseite sieht es so aus. Dann gibt es hier drin noch, was ich auch immer sehr schön finde, eine Karte von der Gegend, wo es quasi stattfindet oder wo das Buch halt spielt oder wo unsere Protagonistin quasi hinreist. Und das Schöne ist, ich habe entdeckt, dass es von Svenja Larsen noch ein weiteres Buch gibt oder geben wird. Ich weiß nicht, ob es schon erschienen ist. Sonnenküsse, das möchte ich mir auf jeden Fall auch noch besorgen. Da muss ich noch recherchieren, ob es das schon gibt, weil hier drunter steht es nämlich leider nicht. Normalerweise steht ja immer dann ein Erscheinungsdatum oder so dabei, aber es tut es hier nicht. Und ich denke mal, entweder wird es jetzt in Kürze erscheinen oder ist schon erschienen. Allein das Cover finde ich auch schon wieder richtig cool. Da lacht mich so schon echt der Klatschmond an, ne? Und dieser geile Sonnenschirm. Ja, egal. Wir reden jetzt nicht über diesen Band, sondern über Muschelträume. Und zwar geht es ja um unsere Protagonistin Nora. Nora ist gerade im Begriff, die Zelte in Münster abzubrechen. Sie hat schon ihre Wohnung gekündigt, sie hat ihren Job gekündigt, sie hat schon einen neuen Job in ihrer neuen Wohnungsstätte, wo sie hinziehen möchte, in ihrer neuen Stadt gefunden. Und zwar zieht sie nach München. Ihr Freund Markus ist schon vorgezogen, weil er jobtechnisch schon etwas eher anfangen musste als Nora. Und er ist schon Wochen vorher da, hat sich um die Wohnung dort gekümmert, hat sich um die Einrichtung gekümmert und. Und Nora zählt jetzt, wie gesagt, nach ihrem letzten Arbeitstag und nach ihrer Wohnungsauflösung, also nachdem sie ihre Sachen gepackt hat und Möbelpacker bestellt hat, jetzt selbst nach München oder möchte es zumindest, ist schon dabei, sich zu verabschieden von ihrer besten Freundin. Da befindet sich nämlich gerade auf dem Weg hin und ist eigentlich nicht so abergläubisch. Aber als sie eine schwarze Katze, ich muss mal aufpassen, von links oder von rechts, irgendwas bringt Unglück, ihr über den Weg läuft, grübelt sie darüber nach und tatsächlich macht sie das erste Mal so ein bisschen die Erfahrung, dass sie nicht aufpasst, wo sie hinläuft und sich volle Lotte auf die Nase legt, wo doch so ein Großmütterchen vorbeikommt und ihr sagt, oh, es kommen auch andere Tage und diese Roller, die hier rumstehen, sind sowieso furchtbar. Und Nora denkt sich so, ja, ist das jetzt ein schlechtes Omen? Ich meine, Katze von links oder rechts, wie auch immer, bringt ja Unglück, schon gar, wenn es eine schwarze Katze ist. Und sie denkt so, ich bin aber nicht abergläubig, aber das war jetzt so ein bisschen echt merkwürdig, was da passiert ist. Ich bin jetzt über den Roller geflogen, weil diese Katze da angeschossen kam. Naja. Macht sich nicht weiter einen Kopf drum und sucht ihre Freundin, verbringt nochmal einen letzten Abend mit ihr, bevor es am nächsten Tag samt Möbelunternehmen quasi losgehen soll, Richtung München in ihre neue Heimat. Und ja, als es dann soweit ist, die Möbelpacker stehen bald vor der Türe, sie hat nur das Nötigste draußen, wird sie von ihrem Freund Markus per WhatsApp aufgefordert, mal bitte in den Briefkasten zu schauen. Das tut sie auch. Und als sie dann diesen Brief rausholt, der von Markus tatsächlich an sie adressiert ist, ja, stellt sie geschockt fest, dass der Kerl nichts Besseres zu tun hat, als mit ihr die Beziehung zu beenden. Im Großen und Ganzen fordert er sie schriftlich auf, nicht mehr nach München zu kommen, dass er von ihr Abstand braucht, dass er jetzt in den Wochen, wo er alleine war, gemerkt hat, dass er sie irgendwo noch liebt, aber nicht mehr so wie am Anfang. Und ja, dass er in Anführungszeichen eine Beziehungspause haben möchte. Aber im Prinzip kann man sagen, die Beziehung ist beendet und Nora steht quasi vorm Nichts. Die Wohnung ist also gekündigt. Sie muss sie jetzt abgeben. Die Möbelpacker stehen jetzt ausgerechnet auch noch vor der Türe und wollen die Möbel einladen. Sie hat keine Arbeitsstelle mehr, weil sie hat ihre alte Arbeit in der Klinik gekündigt. Und ja, jetzt steht sie da, voll Trümmerhaufen
ihrer Zukunft, ihres Lebens, was sie sich aufbauen wollte, und muss jetzt quasi auf die Schnelle einen Plan B finden. Sie lagert ihre Möbel kurzerhand ein, muss dafür nochmal saftig draufzahlen, weil natürlich kostet jede Extratour, man kennt es auch im realen Leben, wirklich nochmal extra. Also man zahlt da nochmal was drauf, obwohl man vielleicht ganz unverschuldet in eine Situation kommt, aber es ist ja den Speditionen egal. Da zahlst du nochmal drauf dann. Und das tut sie auch und begibt sich selber auf eine Art Pilgerreise. Tatsächlich war ich sehr überrascht, dass Nora sich ein Beispiel an Hap Kerkeling genommen hat. Also ich liebe das Buch, ich bin dann mal weg, total. Und ich war sehr überrascht, dass es hier drin auch quasi von Nora, ja, gelesen oder gehört wurde. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz so genau, aber sie kennt es auf jeden Fall und beschließt auch zu pilgern. Aber ja, quasi Richtung Ostseeküste. Ich weiß auch nicht, also sie hat auch, boah, wie spricht man es auf? Gendarmenfahrt? Gendarmenfahrt? Auf jeden Fall, ihr blendet euch das mal ein. Also meine Aussprachhilfe ist da echt nicht wirklich, jetzt macht er es nicht scharf, ne? Ja, ich hoffe, ihr könnt es vielleicht einigermaßen entziffern. Auf jeden Fall, wie auch immer man es ausspricht, diesen Pfad möchte sie gehen. Und als ihr dann aber durch ja, gelaufene Blasen die Tour quasi vermasselt wird, landet sie bei einer guten Freundin, die sie schon ewig nicht mehr gesehen hat, und beschließt dort, nachdem sie sich quasi ausgeweint hat, einfach jetzt das anzufassen, das Leben, und einfach sich das zurückzuholen. Ja, was ihr zusteht. Und nebenbei hat sie auch noch ein ganz, naja, charmanten Kerl, will man nicht sagen. Auf jeden Fall wird sie kurzzeitig mal von einem jungen Mann mitgenommen zu ihrer Freundin ins Café. Und Brand hinterlässt bei ihr quasi nicht nur einen schalen Beigeschmack, weil er sich eigentlich unmöglich verhält, sondern auch so ein Prickeln. Und ja, wie es mit den beiden weitergeht, das müsst ihr selbst herausfinden. Und ja, wie es auch mit Markus weitergeht, weil natürlich ist das noch nicht ganz so abgeschlossen. Wie man nachher meint oder wie man meinen könnte. Da ist noch vielleicht die eine oder andere Rechnung noch offen. Und ja, das müsst ihr aber alles selbst herausfinden. Wie gesagt, ich habe den Schreibstil echt geliebt. Ich habe es durchgesuchtet. Ich fand dieses Buch einfach mega, mega gut. Es hat mir, wie gesagt, noch mehr Sommerfeeling gegeben, noch mehr Urlaubsvibes verpasst. Und es war wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Und ich finde, also wie kann ich es jetzt sagen? Ohne gemein zu klingen oder dass man es falsch auffasst, aber ich versuche es einfach. Es gibt nicht viele Romane für mich persönlich, die einem solche Gefühle gut vermitteln können. Oder überhaupt. Manche Romane liest man einfach weg, findet sie gut oder nicht so gut oder wie auch immer und das war's dann. Aber es gibt für mich sehr wenige Romane und ich habe auch sehr ausgewählte Autorinnen eigentlich nur, die das bei mir bisher geschafft haben. Sei es Ellen Berg, sei es Susanne Fröhlich oder auch Petra Hülsmann. Svenja Larsen hat es in diese Kategorie geschafft. Und wie gesagt, ich werde mir das zweite Buch auch noch besorgen. Ich möchte gerne wissen, was es damit mit der Geschichte für mich dann bereithält und ob es mir auch so schöne Lesestunden bereiten kann wie dieses hier. Wie gesagt, der Schreibstil war angenehm. Es hat sich sehr flüssig und locker lesen lassen. Es war jetzt nicht extrem kitschig, weil viele Geschichten neigen ja auch in den Kitsch abzurutschen. Es war, wie gesagt, schon das eine oder andere. So, fürs wahre Leben dabei kann man es sagen. Ich würde sagen, ja. Ich versuche ja schon aus einigen Romanen, für mich persönlich fällt mir manchmal auf, dass da wirklich so was mit eingearbeitet ist, was man so für sich mitnehmen kann. Das war hier auch der Fall, aber mein Gott, ich rede um heißen Brei rum. Ich finde es mega gut. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Absolute Leseempfehlung von mir. Und das darf im Regal bleiben. Und ich werde es mir auf jeden Fall vielleicht nochmal nach einer gewissen Zeit, vielleicht auch erst nächstes Jahr, weil ich es ja gerade aktuell frisch gelesen habe, nochmal lesen und möchte mir auf jeden Fall von Svenja Larsen auch das zweite Buch, was hinten drin steht, noch besorgen, um das auch genießen zu können. Und ja, mehr kann ich euch nicht sagen, außer kauft dieses Buch, leiht es euch. Oder ich weiß nicht, ob es als Hörbuch gibt. Das habe ich tatsächlich noch nicht herausgefunden, habe ich auch nicht recherchiert, weil ich bin bei Spotify und Spotify hat leider, sind wir mal ehrlich, nicht alles. Es ist nicht so gut aufgestellt wie BookBeat oder Audible oder wie auch immer. Deswegen muss ich da passen, da habe ich noch nicht nachgeschaut, aber vielleicht gibt es das ja auch bei euch als Hörbuch, wenn ihr keine Lust auf Lesen habt, packt es euch auf die Ohren. Aber es hat auf jeden Fall einen Blick verdient. Ein oder zwei oder drei oder auch mehr Blicke verdient. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Es war eine schöne Lektüre, hat mich sehr unterhalten und wie gesagt, von Svenja Larsen möchte ich dann demnächst weitere Bücher lesen oder
egal was kommt, einfach mal entdecken. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, gehabt's euch fein und passt auf euch auf und wir hören uns, sehen uns dann beim nächsten Video oder Rezi oder was auch immer uns vor die Flinte kommt. Habt's fein, ihr Lieben, macht's gut und tschüss!